Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich habe einfach nochmal drauf gedrückt, weil ich noch nicht am Ziel bin. Ich möchte nämlich oben ankommen bei der Weggabelung, wo linker Hand die Hans-Nemetschek-Hütte ist und wo rechter Hand es dann hinaufgeht zur Seewiese. Ich hoffe, wir haben den Weg erraten. Ja, schaut ganz interessant aus. Wie gesagt, Jahre hier. Ja, ich glaube, das ist der Weg. Das schaut sehr gut aus. Schaut sehr, sehr gut aus. Na, das alles. So was. Kann man den essen? Oh, ganz schön hart. Aber das haben so diese Baumschwämme an sich. Kennt sich da jemand von euch aus bei den Baumschwämmen? Ich glaube, die Chinesen verwenden die ja auch als Delikatesse. Weil ich kann mir vorstellen, so Baumschwämme, das kostet sehr, sehr viel. Weil die auch nicht ganz so einfach wachsen. Gut, bevor ich jetzt in allzu knöchelseichte Smalltalk-Ebenen abtauche, wobei abtauche natürlich das falsche Wort ist, herumdümple, schauen wir, dass wir wieder ein bisschen die Thematik heben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Und auf deine Hilfe kann ich jetzt nicht zählen, weil bis du das Video siehst, sitze ich vermutlich schon wieder 3 Tage zu Hause. Okay. Wenn es hier rechts rauf geht, dann sind wir richtig. Weil wir können nämlich links. Ich kann mich noch erinnern, da war so eine Art relativ steiles, kurzes Tal hinauf. Und dort bin ich dann von der Unterseite auf die Kugelwiese. Also von unten zur Kugelwiese hochgekommen. Nennt sich jetzt Salzstangelwirt. So, bitte lieber Baum noch kurz halten. Danke sehr. Boing. Dumm gelaufen. Na, kein Problem. Astrowolf kämpft sich durch die einfachsten Hindernisse hindurch. Ja, schaut gut aus. Weil hier bin ich einmal rechts rauf gestolpert. Und da war dann ein riesengroßer Baum samt Geäst über den Weg. Und da habe ich dann doch große Probleme gehabt. Das schaut hier so komisch alles aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das sind hier so merkwürdige wie Hügeln. Das schaut aus wie eine Kette von aufgeschütteten Hügeln. Das schaut nicht echt aus. Ich meine, ihr wisst ja, ich mutmaße überall Raptor-Territorium. Ich habe auch die Behauptung aufgestellt, dass ich in Alland insbesondere vermute, dass diese 200-300 Meter hohen Hügelchen aus riesengroßen 3D-Druckern stammen. Ja, ich weiß, das ist Hirngespinst, schon klar. Aber hätte ich vor 50 Jahren jemandem gesagt, man, upsi, na bist du gescheit, der Parcours wird immer schlimmer, hätte ich gesagt, dass man Gegenstände in Japan einscannen kann, um sie dann bei uns, na jetzt steige ich hier drauf, so da, upsi, dann wäre ich wahrscheinlich für verrückt erklärt worden. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind vollkommen richtig. Aber irgendwie, der Hügel, der kommt mir sehr merkwürdig vor. Da stimmt irgendwas nicht. Na gut, wir sind schon über 4 Minuten. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit. Wir haben sowohl als weder noch. Weiter zum letzten Teil, also voraussichtlich. Ende.